ist das denn? Das ist doch kein Brot, das ist ein Rap und das heißt, wir machen das nächste Special und diesmal geht es um Raps, Raps, Raps. So, Raps, Raps, Raps startet heute. Das ist gar nicht so einfach, das hintereinander auszusprechen. Raps, Raps, Raps. Beim dritten Rap will man sich irgendwie verhaspeln. Ich zumindest. Heute gibt es jede Menge Zutaten, denn so ein Rap, der ist richtig geil gefüllt. Und heute machen wir es ein bisschen mexikanisch. Ihr seht es vielleicht schon, ich habe hier unzählige Zutaten. Ich will gar nicht zählen, wie viele es sind. Es sind zu viele. Wahnsinn. Ich weiß auch jetzt schon, dass das mehr als genug Füllung für mehr als 8 dieser Tortillas ist. Maismehl ist einfach eine wunderbare Sache. Die sind natürlich arschkalt. Die Zubereitung dieser Dinger ist eigentlich ziemlich einfach. Man kann sie entweder im Backofen machen. Macht natürlich nur Sinn, wenn man jetzt mehrere Gitterroste hat, weil sonst könnt ihr immer nur ein so ein Ding auf den Gitterrost legen. Sonst werden die ganz schön lätschig. Also die geben ihre Feuchtigkeit aneinander ab und das ist nicht so prall. Man kann es auch anders machen, nämlich auf einem Teller in der Mikrowelle. Das geht viel schneller, ist ein bisschen energiefreundlicher auch. Und man muss aber bedenken, die Mikrowelle entzieht ja wahnsinnig viel Feuchtigkeit aus dem Teig. Das heißt, man macht die ganz leicht, also man macht die Hand so nass und reibt das Wasser dann auf die beiden Seiten, schmeißt es auf einen Teller, schmeißt es in die Mikrowelle oder legt es, stellt es, ist wahrscheinlich einfacher und sicherer. Die Mikrowelle kurz abschießen und wenn der Teig so ganz, man kann ja in die Mikrowelle reingucken, wenn der Teig so ganz langsam anfängt, sich zu heben, der wird dann wirklich, der wirft dann so ein bisschen Blasen. Dann ist er fertig, dann könnt ihr ihn rausnehmen. Euch wird ein bisschen Wasserdampf entgegenschlagen, geht also nicht direkt mit dem Kopf in die Mikrowelle. Und dann könnt ihr ihn belegen, dann muss er aber auch schnell gegessen werden, bevor er wieder kalt wird. Sollte er auch beschmiert sein, dann kommt ja immer eine Grundsoße drauf, sonst wird er nämlich brüchig und dann passiert euch beim Nachtrinken, beim Falten, hört ihr dann nur noch ein leichtes Crunch und dann ist der Effekt mit dem Wrap, das Rollen, ist dann nämlich passé. Wir brauchen natürlich die Dinger hier, das sind Wraps. Was haben wir als Soße, als Grundsoße? Haben wir Guacamole, denn heute wird es ein bisschen mexikanisch. Außerdem brauchen wir, der Schmand, den brauchen wir nachher erst, sonst verwirre ich mich gerade selbst. Salat, Eisbergsalat ist auch sehr mexikanisch, aber der muss natürlich dann rein sein, da muss ein bisschen was Grünes, was Knackiges dabei sein. Außerdem brauchen wir hier Kidneybohnen, schön. Boah, Kidneybohnen kann ich auch so essen, Entschuldigung. Mais, Paprika, das sind keine Jalapenos, nicht, dass ihr denkt, ich verbrenne mir gleich die Schnute. Das sind Peperoni Lombardi, die sind herrlich mild, genau das Richtige für mich, denn ich mag es ja nicht so scharf. Hier haben wir Hackfleisch, ist gemischtes Hack, ja, ist richtig. Da ist ein bisschen Frühlingszwiebel dran, Salz, Pfeffer und ein bisschen Cayennepfeffer. Die habe ich alle, wen brauche ich noch? Natürlich brauchen wir ein bisschen Käse. Wunderbar. Hier haben wir ein bisschen Koriander. Und damit das Ganze nachher ein bisschen schmackofatzig wird, haben wir hier noch ein bisschen frischen Spand. So, das waren die Zutaten. Es geht los. Fertig ist er. Sendung vorbei. Nein. Ich habe gerade eben Mist erzählt. Das ist natürlich gar kein Maisfladen. Das ist also kein Maismehlfladen. Das ist ein Weizenmehlfladen. Tut mir leid. Ich habe euch nicht wissentlich und mit Absicht belogen. In meinem Kopf war das nur viel mexikanischer. Weiß auch nicht. So, es geht los. Ihr seht, ich muss mir ein bisschen Platz machen, glaube ich. Moment. Das ist ja alles zu viel. Wo ist da? Wo ist da? Hier. Hier ist da. Auf einmal kommen die Dinger wahnsinnig klein vor. Ich habe die irgendwie größer in Erinnerung. Komisch. Oder? Schreibt mir mal in die Kommentare, ob das klein ist. Also hier ist meine Hand. Guck mal, das ist ja... Sind die geschrumpft? Komisch. Ich habe gerade übrigens auch auf der Packung gesehen, dass es auch theoretisch die Möglichkeit gibt, die in der Pfanne zu machen. Für 10 bis 20 Sekunden in der Pfanne einmal 10 Sekunden umdrehen, 20 Sekunden raus. Geht natürlich auch, aber habe ich noch nicht probiert. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Auf der Packung steht übrigens auch, was ich euch gerade eben gesagt habe, ist totaler Quatsch. Alle, die ganze Packung, da sind 8 Dinger drin, ab in den Ofen. Fertig. Gut. Das gleiche steht auch für die Mikrowellenzubereitung. Pardon.
Ist völliger Quatsch, aus gegebenen Gründen eben. Es wird einfach in der Mitte wird es furchtbar matschig und außen wird es furchtbar furztrocken. So. Ich muss jetzt hier ein bisschen bauen. Achso, nee, ich hole mir erstmal den anderen Wrap. Das ist viel cleverer. Denn dann... Ist gar nicht heiß, nein. Denn dann kann ich euch demonstrieren, warum man den nicht zu lange drin lassen sollte, denn er ist schon leicht... Ne? Jetzt muss ich schnell sein, weil wenn ich da jetzt nämlich noch ein bisschen länger warte jetzt, dann wird er nämlich wirklich brüchig. Und das wäre ein Vorführeffekt... Oh, Entschuldigung. Den ich natürlich nicht haben möchte. Doch, Guacamole hat schon was. So, jetzt nicht zu viel von allen Sachen, sonst ist hier schon, hier habe ich schon wieder zu viel. Ich meine das am Anfang immer zu gut mit den Maps. Das ist ganz furchtbar. Jetzt kommt das etwas schwerere Gerät, nämlich sowas hier. Es gibt Experten, die bauen sich dann einen Wrap, indem sie ihn wirklich komplett voll machen und dann merken sie am Ende, dass es gar nicht funktioniert, weil sie ihn nicht mehr rollen können. Ich persönlich bin der Meinung, es gibt Leute, die haben da durchaus eine andere, dass sie nicht gerollt gehören, sondern eben geklappt, gefaltet, Achtung, wrapped. Aber das kann jeder halten, wie er will. Ich persönlich finde es so am praktischsten, weil das wirklich sonst ein bisschen... Para läuft alles. Es lässt sich nicht so vernünftig rollen und dann braucht man Alufolie, um das irgendwie zu halten. Und ich persönlich stehe auf dem Standpunkt, wenn ich Alufolie vermeiden kann, dann tue ich das. Und das wäre so ein typischer Fall von, da brauche ich sie nicht. So. Was ich brauchen könnte, wäre eure Unterstützung an der Stelle. Ganz zufällig hier unten eingeblendet unsere Patreon-Kampagne. Da könnt ihr mal gerne vorbeischauen, denn wir suchen Kleinst- und Kleinanleger. Anleger wäre jetzt ein bisschen übertrieben, weil. Aber Unterstützer. Klein- und Kleinstunterstützer suche ich, die das Projekt vorantreiben. So. Hand schon sauber. Jetzt brauchen wir ein bisschen Käse. Bevor das Ganze nämlich völlig erkaltet. Eigentlich wäre natürlich super, aber das geht jetzt aus rein organisatorischen Gründen hier jetzt nicht. Vielleicht bringt man, wenn man das als Mahl zubereitet, alle Sachen wirklich auf den Tisch. Dann kann sich jeder seinen Wrap selber bauen im Grunde. So ein bisschen wie dann so ein Fondue oder ein Raclette, wo man sich immer alles selber zusammenbaut. Aber natürlich werden die Zutaten dann noch warm. Also zum Beispiel wäre das hier ja noch warm. Das wäre ganz praktisch. Ja, das wäre ganz praktisch. So, jetzt hör auf zu labern, Daniel, bevor die Dinger nämlich wirklich kalt werden. Hier noch ein bisschen grün. Das sieht immer schön aus und ist auch gut für die Geschmacke. So, Moment. Das hier, das da. Und ein bisschen Schmand. Also wenig Kalorien drin sind. Deswegen. Oh, cool, jetzt habe ich den Koriander am Schmandlöffel. Das war bestimmt geplant. So, hier, da, dort und hier. Jetzt sagt wahrscheinlich der ein oder andere, naja, das ist aber ja nicht so viel, was du da drin hast. Glaubt mir. Lieber zu wenig als zu viel, weil bei zu viel fällt euch das Ding beim Essen auseinander. Das kann nicht gut gehen. Jetzt kommt der Clou. Erst von unten. Deswegen habe ich den Schmand dahin gemacht. Das ist super, ne? Dann bleibt das Ding da direkt kleben. Toll. So, fertig. Nein. Hier sieht man jetzt, das habe ich extra gemacht. Ne? Den habe ich extra zu lange drin gelassen, damit ihr seht, wie gut das ist, wenn der bricht. Deswegen zeige ich euch jetzt den Rest an dem gut funktionierenden Wrap. So. Der ist nämlich noch schön weich. Hier, guck mal, so. Oh, jetzt fällt es oben raus. Das ist aber auch geplant gewesen, natürlich. So, und fertig ist ein Wrap. Mehr muss man gar nicht machen. Alufolie drum, Quatsch. Irgendwas anderes drum, Quatsch. Ihr seht, das quaddelt hier schon raus. Ich kann das jetzt hier auch so in der Hand halten und es fällt nichts raus. Ich kann jetzt von oben, das ist natürlich am pfiffigsten, so wie ein Eis, das isst man auch nicht von unten, das isst man von oben wegessen, ein Gedicht. Am besten wäre es natürlich, wenn er jetzt noch richtig schön warm wäre und nicht so matschekalt wie jetzt in meiner Hand. Das tut mir sehr leid für denjenigen, der den gleich essen muss. Aber er schmeckt super, weil es ist ja super leckeres Zeug drin. Kidneybohnen, leckeres Hack. Wird jetzt der ein oder andere sagen, leckeres Hack? Ja, es ist leckeres Hack.
wegen Frühlingszwiebeln, wegen Cayennepfeffer, Salz, Pfeffer, leckere Peperoni, Lombardi, Mais, Paprika, Salat, Gurke, Mole, Schmand und Koriander sowie Käse. Ein Gedicht macht es nach. Nächste Woche gibt's einen mediterran anmutenden Wrap. Lasst euch überraschen, ich verrate nur eine Zutat, Tomatensauce. Und vielleicht noch eine Zutat? Ne, müsst euch überraschen lassen. Also, nächste Woche geht's weiter mit Raps, Raps, Raps. Das ist schwierig, wenn Sachen rausfallen, dabei ernst zu bleiben. Wir sehen uns nächste Woche. Macht es nach. Guten Appetit. Bis bald. Tschüss.